Dann hat's der Großkotz von der Bank gekauft. Ich mag Bankiers nicht. Erst recht nicht als Mitbewohner. Also habe ich ihn erschreckt. Du hast ihn wirklich arg erschreckt. Sieh mal, er hat so viel bezahlt für das Haus. Da gibt er nicht einfach auf. Du musst dir was anderes suchen. Will ich aber nicht. Will nicht, will nicht. Sarah, Novigrad ist kein Ort für einen Göttling. Aber wenn du hier leben willst, bitte, lass uns eine Abmachung treffen. Eine Abmachung? Lass die Träumerin in Ruhe. Und ich sag dem Bankier, dass man das Haus nicht von seinem Fluch befreien kann. Das würdest du ihm sagen? Und wenn er dir nicht glaubt? Ich bin ein Hexer. Er wird mir glauben. Ja, ja, ja. Ich verspreche dir auch, dass ich deine Freundin ganz und gar in Ruhe lasse. Du bist schrecklich nett, weißt du das? Das höre ich nicht oft. Danke. Dann weck die Schlafmütze auf. Ich mach nichts. Sie wird aufstehen. Wer bist du? Triss Merigold schickt mich. Götter, grässliche Albträume. Ich sollte die Geschichte des Hauses träumen, aber stattdessen sah ich hungrige Möbel, die mich fressen wollten. Ich weiß, es hört sich albern an, aber der Traum, er war viel zu real und gar nicht komisch. Das war ein Göttling. Sie wollte allen weismachen, dass es in diesem Haus spukt. Sie hat auch deine Träume mit ihren Scherzen garniert. Und du konntest mich wecken? Ach, welch ein Glück. Wir Hexer haben unsere Methoden. Ich danke dir vielmals. Diese Träume waren fürchterlich. Kann ich mich revanchieren? Kannst du. Ich suche nach einer jungen Frau, die in Novigrad gesehen wurde. Vielleicht kann ich dir helfen. Aber zuerst muss ich den Kopf frei bekommen. Der ist nach diesen absurden Träumen wie voller Spinnenweben. Triff mich im Goldenen Stör. Da habe ich ein Zimmer. Gut. Wir sehen uns dort. Zweites Schwert? Ist es für den Notfall? Ein Sturm, verdammt. Hier träume ich. So eine Seance wie diese habe ich noch nie gesehen, geschweige denn an einer teilgenommen. Ich werde dich leiten. Zuerst müssen wir mentalen Einklang finden. Ich stelle dir Fragen, du beantwortest sie. Es ist wichtig, dass du die Wahrheit sprichst. Suche die Antwort in deinem Herzen.
Fangen wir an. Erzähl mir zum Start, was du mit diesem Mädchen verbindest. Wozu? Bitte mach es einfach. Ich brauche die stärkste, vollständigste Erinnerung, die du hast von... Ciri. Der Name dieses Mädchens ist Ciri. Ich erledigte einst einen Auftrag, sollte meine Belohnung wählen und wählte das Gesetz der Überraschung. Hätte nie gedacht, dass ich das mir damals versprochene Kind treffen würde. Jahre später war ich im Brokilon-Wald. Dort traf ich zufällig ein Mädchen. Ich kannte sie nicht. Die Dryaden wollten sie behalten. Sie sollte eine der ihren werden. Aber das Wasser des Brokilon hat bei ihr nicht gewirkt. Ciri hat den Brokilon mit mir verlassen. Ich habe sie zurück zu ihrer Großmutter geschickt. Aber ich fühlte mich schon mit ihr verbunden. Durch das Schicksal? Durch etwas Stärkeres. Danke. Möchtest du noch eine Erinnerung mit mir teilen? Ja. Keine Eile. Wir haben Zeit. Ciri wurde während des Zweiten Krieges mit Nilfgaard zur Waise. Ich wusste nichts mit einem so kleinen Mädchen anzufangen. Also tat ich das, was ich mit einem Jungen tun würde. Ich brachte sie nach Kaer Morhen. Etwas Ausdauer, Kraft und Schwertkampftraining würde ihr schon nicht schaden. Ich weiß noch, wie sie auf einer bröckeligen Mauer stand. Ein Stein löste sich, sie verlor den Halt. Ich konnte sie gerade noch auffangen. Meine stärkste Erinnerung ist aber diese. Eines Tages kam sie aus ihrem Zimmer. Sie trug ein Kleid und sagte, sie fühle sich unwohl. Da wusste ich, dass Ciri erwachsen wurde. Es war unvermeidbar. Ich konnte gar nichts dagegen tun. Verstehe. Willst du mir noch mehr sagen? Ja, ich glaube schon. Dann bin ich ganz Ohr. Das war nach ihrer Ausbildung in Kaer Morhen, nachdem Yennefer sie das erste Mal ihre Tochter nannte. Wir wurden getrennt. Ich wusste, dass sie in Gefahr schwebte. Ich habe oft von ihr geträumt. Ich fand sie im Schloss Stigga. Sie wollte dort Yen befreien und wurde dabei gefangen genommen. Sie wollten ihr wehtun. Ich erinnere mich, wie ich Seite an Seite mit Ciri kämpfte, auf Stufen, die vom Blut rutschig waren. Dort wehrte sie zum ersten Mal einen Armbrustbolzen mit ihrem Schwert ab. Ich sagte ihr, mach das nie wieder. Diese Erinnerungen sind intensiv. Willst du weitermachen? Ich habe noch mehr zu sagen. Dann bitte. Es war in Riva. Der zweite Krieg mit Nilfgaard war gerade zu Ende gegangen. Trotzdem gab es noch Spannungen. Aus irgendwelchen Gründen brachen Rassenunruhen aus. Ich habe alles versucht, aber diese wütende Meute konnte ich nicht aufhalten. Da war dieser Junge mit einer Mistgabel, rammte sie direkt in meinen Bauch. Auch Yennefer lag im Sterben. Ciri hatte uns auf ein Boot geschleppt. Wir fuhren an einen Ort, wo Apfelbäume ewig blühen. Sie ließ uns dort zurück. Dort sah ich sie das letzte Mal. Du sagtest, dass das Mädchen Fähigkeiten hat. Erzähl mir davon. Sie nennen Ciri die Herrin der Zeiten und Welten. Einmal habe ich Yennefer nach dem Grund dafür gefragt. Sie reist zwischen den Welten. Ich kann es nicht gut erklären.
Ich habe nicht viel von dem verstanden, was Jent mir erzählt hat. Ich weiß nur, dass noch mehr dahinter steckt als nur die Reise zu anderen Orten. Und dass Ciris Blut sehr, sehr mächtig ist. Verstehe. Möchtest du noch mehr sagen? Nein. Können wir anfangen? Natürlich. Du sorgst dich um sie. Aber deine Stimme... Du versuchst, deine Gefühle zu verbergen. Können wir bitte weitermachen? Leg dich neben mich und versuche, dich zu entspannen. Du musst meine Hand nehmen und über Ciri reden. Sag mir, wo sie sich aufhalten und wer ihr Begleiter sein könnte. Wenn Ciri mich nicht finden konnte, hat sie bestimmt nach anderen Freunden gesucht. Wen meinst du? Yennefer war nicht in Novigrad. Triss schon, aber Ciri hat sie nicht gefunden. Rittersporn vielleicht? Sie mochten sich gerne. Ich habe von einer Schwalbe geträumt. Danach hatte ich nur noch Albträume. Manchmal können Träume sich vervielfachen und die Vergangenheit ebenso zeigen wie die Zukunft. Die Schwalbe ist Ciris Zeichen. Sie hat Rittersporn getroffen. Ich wusste nicht, dass er in der Stadt ist. Der Poet? Ich habe von ihm gehört. Jemand hat ihm das Rosmarin und Thymian vermacht. Danke für deine Hilfe. Viel Glück, Hexer. Ich hoffe, du wirst deine Ciri finden. Zu Rum und Abendbrot sag ich nie nein. Oh,